Das Jahrhundert der Pocken und der Beginn der europäischen Impfdebatte im Zeitalter der Aufklärung. Als im Herbst 1710 am Kaiserhof in Wien die Nachricht eintraf, in Ungarn seien die Pocken ausgebrochen, lief dort eine umfangreiche Maschinerie an, um die gefürchtete Seuche an ihrer Ausbreitung bis in die Kaiserstadt zu hindern. Der Handel mit Ungarn wurde unterbunden. Quarantäneposten an der Grenze nach Ungarn wurden eingerichtet. Dennoch erkrankten erste Mitglieder des Hofstaats und Berater um Kaiser Joseph I. noch im November. Eilig wurde Joseph, ein noch junger Herrscher im Alter von 32 Jahren, isoliert, um ihn vor der tödlichen Gefahr zu schützen. 6 Wochen lang verließ der Kaiser seine Gemächer nicht. Dann schien die Gefahr ausgestanden. Die Pockenwelle, von denen Wien schon so viele erlebt hatte, wieder vorüber. Doch die Entspannung war trügerisch. Im März kehrte die Seuche zurück. Am 7. April 1711 zeigte Joseph der Erste Unwohlsein. Am 9. April schließlich begann sich am Körper des führenden Kaisers der für diese Krankheit so typische Hautausschlag zu zeigen. In den nächsten Tagen bildeten sich Pusteln, mit Sekret gefüllte Bläschen, nach denen die Pockenerkrankung auch als die Blattern bezeichnet wurde. Als am 14. April das Fieber des Habsburger Herrschers fiel, glaubte man allseits, Josef habe das Schlimmste überstanden. Doch am 16. April stieg das Fieber erneut rasch an. Der Kaiser fiel ins Delirium und starb am Morgen des 17. April. Die Bestürzung über den unerwarteten Tod des jungen Kaisers war groß, nicht zuletzt angesichts der politischen Lage. Schließlich befand man sich noch mitten im spanischen Erbfolgekrieg und Josef hinterließ keinen legitimen männlichen Erben. So kehrte Josefs jüngerer Bruder Karl, der für das Haus Habsburg Anspruch auf den spanischen Thron erhob, nach Wien zurück, um das Erbe des Bruders anzutreten und für die Kaiserwahl zu kandidieren. Eine wichtige Wende in diesem großen europäischen Krieg um die Nachfolge im Spanischen Weltreich. Angesichts des politischen Kontexts erscheint Josefs unerwarteter Pockentod als herausragendes Ereignis. Befasst man sich mit Leben und Sterben des europäischen Hochadels in der frühen Neuzeit im Allgemeinen, mit denen der Habsburger im Besonderen, so stellt man freilich sehr schnell fest, Tod durch die Pocken war unter den europäischen Monarchen alles andere als ein Einzelfall. Konnte man vielen Erkrankungen, so auch der Pest, als Vertreter einer kleinen, höchst privilegiert lebenden Minderheit in der Vormoderne, anders als das Gros der Bevölkerung recht gut ausweichen, den Pocken entkamen viele nicht. Josefs Vater, Kaiser Leopold I., war auf den Thron gekommen, weil sein älterer Bruder Ferdinand IV. 1654 im Alter von 20 Jahren den Pocken erlegen war. Zwar wurden die Habsburger im Vergleich zu anderen europäischen Dynastien von den Pocken regelrecht gebeutelt, doch auch im Westen Europas entging die königliche Verwandtschaft diesem Ende nicht. Im Todesjahr Josefs 1711 und in den Folgemonaten trafen die Pocken mit noch größerer Wucht auch das bourbonische Herrscherhaus. 3 Tage vor Josef war der französische Thronfolger verstorben, der älteste Sohn König Ludwigs XIV., Louis, der Grand Dauphin. Binnen eines Jahres folgten Louis sein Sohn, der nächste in der Thronfolge, sowie dessen Gemahlin. Wer überlebte, war der jüngste der vielen Louis, 1710 geboren. Er folgte Ludwig dem 14. noch im Kindesalter auf den Thron als Ludwig der 15. Sie ahnen vermutlich schon, welcher Krankheit just dieser Ludwig der 15. im Jahr 1774 im Alter von 64 Jahren erlag, den Pocken. Auf Ludwigs des 15. Pockentod wird in der zweiten Hälfte dieses Vortrags noch zurückzukommen sein. Als Krankheit der Prinzen und der Bauern, so ein Buchtitel des amerikanischen Mediziners Donald R. Hopkins, sind die Pocken in die Geschichte eingegangen. Das Wüten dieser hochansteckenden Krankheit im Hochadel des 18. Jahrhunderts, mit dem ich meinen Vortrag begonnen habe,
spiegelt eine Hochphase der Brockenausbreitung in der Geschichte der Vormoderne. Nicht umsonst wird das 18. Jahrhundert, das viele Beinamen hat, auch als das Jahrhundert der Brocken bezeichnet. Dass nicht einmal die Privilegiertesten einer Gesellschaft sich zu schützen vermochten, schien manchen Zeitgenossen, vor allem wohl dem Hochadel selbst, besonderes Grauen zu bereiten. Lassen Sie mich also zunächst das Krankheitsbild, die Verbreitung der Pocken und die gängigen Therapieversuche bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts kurz schildern, bevor ich Ihnen darlege, wie just im Zeitalter der stärksten Ausbreitung der Pocken der Transfer von Wissen nach Europa eine für die Europäer neuartige Methode der Prävention ermöglichte, die Impfung. Deren Aufnahme durch die Zeitgenossen wird uns im zweiten Teil des Vortrags beschäftigen. Pocken als von anderen Krankheiten unterscheidbare Infektionserkrankung mit einem spezifischen Krankheitsbild werden seit dem Mittelalter beschrieben. Zum ersten Mal grassierten sie in Europa mutmaßlich im 6. Jahrhundert. Aller Wahrscheinlichkeit nach breiteten sie sich jedoch schon im Altertum von Asien und Arabien kommend in Europa aus. Seit dem Mittelalter gehörten sie zu den infektiösen Erkrankungen, mit denen die europäischen Gesellschaften mehr oder minder ständig konfrontiert waren, freilich in sehr unterschiedlichem Ausmaß. Wie Sie an den eingangs geschilderten Pockenfällen in den Dynastien der Habsburger und Bourbonen bereits erkennen konnten. Die Pocken konnten alle treffen, Vertreter jeden Standes, jeder Altersgruppe. Dass die Pocken als Krankheit galten, die vor allem Kinder befiel, nicht umsonst war im deutschen Sprachraum der Begriff der Kindsblattern gebräuchlich, hat zum einen mit den Folgen der Pockenerkrankung zu tun. Wer die Infektion mit dem Pockenvirus, lateinisch Variola, überlebte, war fortan bis an sein Lebensende immun. Im Erwachsenenalter erkrankte in der Regel also nur, wer als Kind nicht mit dem Pocken konfrontiert gewesen war. Zum anderen liegt die Klassifizierung der Pocken als vorrangige Kinderkrankheit auch daran, dass dieses Virus in zweierlei Weise auftrat, als endemische und als epidemische Krankheit. Die für uns für gewöhnlich vertraute Form ist die epidemische. Eine Krankheit verbreitet sich rasend schnell, oft in Wellen, in einem begrenzten Raum. In dieser Form, man denke etwa an die eingangs geschilderten Beispiele aus der Geschichte der Habsburger, der Bourbonen, befielen die Pocken alle Altersgruppen, vom Säugling bis zum Erwachsenen, sofern nicht schon Immunität vorlag. Und dies oft mit verheerenden Folgen. In der endemischen Variante dagegen befielen die Pocken vorrangig Kinder, führten auch häufig nicht zum Tode, sondern die Viren benutzten quasi ihren kindlichen Wirt als Überträger an andere kindliche Wirte. Sie traten regelmäßig auf, waren ein bekannter, ständiger Begleiter. Die Forschung geht heute davon aus, dass Pocken in ihrer epidemischen Form in Europa gehäuft erst seit Mitte des 17. Jahrhunderts auftraten. Sie also vorher nicht in der Massivität zu einer gesundheitlichen Bedrohung wurden, wie dann im späten 17. und vor allem im 18. Jahrhundert. Angesichts der immer vorhandenen Bedrohung wurden sie dann schließlich bei der endemischen konstanten Verbreitung eher als Schübe klassifiziert, müssen als Schübe klassifiziert werden, die etwa alle 4 bis 7 Jahre auftraten. Den unbezweifelbaren Höhepunkt der Ausbreitung erlebten die Europäer, wie schon gesagt, im 18. Jahrhundert. Durch Tröpfchen, Schmier- und Staubinfektionen weiterverbreitet, gehörten die Pocken zu den hochansteckenden Krankheiten. Durchschnittlich 30% der Infizierten in Europa, so die zuverlässigsten Schätzungen, starben. Wie hoch die Sterblichkeit war, hing von dem jeweiligen Pockenstamm ab, der grassierte. Über die Bedeutung von Mutationen von Viren sind wir unfreiwillig mittlerweile alle einigermaßen im Bilde. Mit der europäischen Expansion nach Amerika wurden die Pocken zu Beginn des 16. Jahrhunderts auch über den Atlantik getragen.
Sie wurden so erst recht zu einer globalen Krankheit und gehörten damit in den indigenen Gesellschaften zu den Auslösern eines Massensterbens, das in der Forschung als Mikrobenschock, medizinisch distanziert von Emmanuel Leroy-Ladurie, als Lunification microbienne du monde bezeichnet wurde und das David Stannard drastisch als Teil des American Holocaust infolge der europäischen Expansion umschrieb. Wer überlebte, egal wo auf der Welt, war, auch noch im 18. Jahrhundert, in sehr vielen Fällen bis an sein Lebensende gezeichnet. Ihnen allen sind vermutlich Pockennarben ein Begriff. In der Vormoderne, zumal im 18. Jahrhundert, waren sie, gerade im Gesicht, so häufig, dass sie in Personenbeschreibungen als Erkennungszeichen zahlreich notiert wurden. Manche Genesenen hatten nur einzelne, stark vernarbte Gesichtspartien davongetragen. Andere waren ihr Leben lang regelrecht entstellt. In der zeitgenössischen Porträtkunst wurde darüber übrigens häufig großzügig hinweggesehen. Doch die Auswirkungen dieser Erkrankung konnten noch weit gravierender sein. Taubheit, Erblindung, Lähmungen, Nerven- und Hirnschäden gehörten ebenfalls zu den Folgen einer Pockenerkrankung. Und sie waren, freilich in ganz unterschiedlich intensiver Ausprägung, als Spätfolgen durchaus häufig. In der Forschung wird davon ausgegangen, dass im späten 18. Jahrhundert etwa ein Drittel der Überlebenden erblindete. Das ganze 18. Jahrhundert hindurch traten im Abstand mehrerer Jahre in ganz Europa in Wellen wieder und wieder heftige lokale bzw. regionale Pockenepidemien auf. Damit wurden sie zu der Krankheit im Europa des 18. Jahrhunderts. Angesichts der Daten, die uns heute aus der Forschung zur Verfügung stehen, sind die Befunde erschütternd. Etwa 10% der Todesfälle in Europa sollen im 18. Jahrhundert durch Pockenerkrankungen verursacht worden sein. Die Pockenwelle von 1713 beispielsweise soll allein in Paris 20.000 Menschenleben gekostet haben. In Westeuropa starben noch im späten 18. Jahrhundert rund 400.000 Menschen jährlich an den Pocken. Für das Heilige Römische Reich geht man für denselben Zeitraum von ca. 70.000 jährlichen Todesfällen aus, bei einer Bevölkerung von rund 20 Millionen wohlgemerkt. Bei den Infektionskrankheiten führten die Pocken die Mortalitätsstatistiken, die im 18. Jahrhundert immer gezielter von den Obrigkeiten erstellt wurden, mit großem Abstand an. Die an den teils drastischen Spätfolgen Leidenden wurden für gewöhnlich nicht weiter erfasst. Ein Ausschnitt aus der Mortalitätsstatistik Berlins aus dem letzten Viertel des 18. Jahrhunderts spricht hier eine deutliche Sprache. Tradierte Therapieansätze waren nicht effektiv gegen das Virus. Das Behandlungsspektrum der akademischen Ärzte brachte keine durchschlagenden Erfolge. Die stark fiebernden Patienten, von Schmerzen geplagt, nach einigen Tagen am ganzen Körper, ausgehend vom Gesicht, mit eitrigen Pusteln übersät, wurden Aderlassungen, Waschungen, Brechmitteln, Wundpflastern mit Einläufen behandelt. So konnte im besten Fall Linderung der Symptome erreicht werden. Im schlechtesten Fall kam es zu einer zusätzlichen Schwächung der Erkrankten. Angesichts des jährlich tausendfachen Sterbens, so könnte man meinen, sollte jede erfolgversprechende Möglichkeit der Prävention oder Therapie freudig ergriffen worden sein. Wie die im 18. Jahrhundert entwickelte Impfpraxis belegt, war die Einführung dieses Verfahrens jedoch von Anfang an von heftigen Kontroversen begleitet. Die Etablierung der Impfung war das Ergebnis eines Wissenstransfers aus dem Orient nach Europa. Wohl schon im Mittelalter, genaues ist nicht hinreichend dokumentiert, wurde, vermutlich zuerst in China, Nutzen aus der Beobachtung gezogen, dass eine durchgemachte Pockeninfektion künftig vor einer Neuinfektion Schutz bot. Die hieraus entwickelte, gezielte präventive Praxis, die dann auch im 18. Jahrhundert Einzug in Europa halten sollte, war die folgende.
Pockenschorf eines Patienten mit mildem Krankheitsverlauf, also noch infektiöse Materie, wurde gezielt einem Gesunden beigebracht. Bei dem Verfahren, das in Europa zur Anwendung kommen sollte, wurde der Inhalt von Pockenpusteln aus der Haut eines an Pocken erkrankten, genesenen Kindes in den Arm eines noch Gesunden gekratzt. Über die Wunde drangen die Krankheitserreger ein, lösten aber meist nur eine vergleichsweise milde Erkrankung aus, deren Durchmachen die gewünschte Immunität verlieh. Der biologische Prozess, der im Körper des solcher Art Geimpften ablief, konnte nicht im Detail, sondern nur vom Ergebnis her beschrieben werden. Diese Methode entwickelte sich jedoch langfristig zur probaten Pockenprävention, auch im Osmanischen Reich, wo Europäer mit dieser Form der Behandlung konfrontiert wurden. Wiewohl es nach heutigem Kenntnisstand zunächst Ärzte waren, die ab 1714 über die im Orient praktizierte Pockenprophylaxe berichteten, ist bis heute dieser spezifische Wissenstransfer vom Osmanischen Reich nach Europa in Sachen Pocken mit einer Angehörigen der britischen Oberschicht verbunden, Lady Mary Wortley Montagu. Lady Mary reiste 1716 als Begleiterin ihres Gatten, des englischen Botschafters Sir Edward Wortley Montagu, ins Osmanische Reich, an den Hof des Sultans in Adrianopel. Mary, eine für ihre Zeit ausgesprochen unkonventionelle Frau, eine Literatin, die mit den bekanntesten englischen Autoren ihrer Zeit in engem Austausch stand, nahm die fremde Kultur wissbegierig auf. Sicher nicht ohne stereotype Bewertungen, nicht ohne eine Verengung der Perspektive, aber neugierig auf viele Lebensbereiche der ihr unbekannten Welt. So machte sie auch Bekanntschaft mit der Praxis, Kinder gezielt durch das gerade beschriebene Verfahren gegen die Pocken zu immunisieren. Die Montagu, deren Bruder einer Pockeninfektion erlegen war und die selbst erst im Jahr vor der Gesandtschaftsreise die Pocken mit schweren Narben überlebt hatte, berichtete nicht nur mit Begeisterung über dieses Verfahren 1717 in ihren Briefen nach England, sondern ließ auch ihren eigenen Sohn, freilich unter Aufsicht des englischen Gesandtschaftsarztes Charles Maitland, noch im Osmanischen Reich entsprechend behandeln. Zurück in England wurde Lady Mary zunächst zur prominentesten Verfechterin des Verfahrens, das die Europäer fortan als Inokulation oder auch Variolation bezeichneten. 1721 ließ jedoch Maitland nun auf englischem Boden auch ihre Tochter inokulieren, in der Gegenwart dreier Ärzte, die dem Royal College of Physicians angehörten. Maitland und andere Ärzte, die als Praktiker das Verfahren seit 1721 in England zu etablieren suchten, konnten in der Öffentlichkeit und offenbar auch langfristig in der historischen Erinnerung mit dem Bekanntheitsgrad einer Dame der Gesellschaft freilich kaum konkurrieren. Diese erfolgreiche weitere Inokulation der Tochter Montagues sowie nachfolgende weckten auch die Aufmerksamkeit König Georges I. Es gelang auf Empfehlung der Royal Society of Science, der hochrenommierten englischen Wissenschaftsakademie, noch im selben Jahr die königliche Erlaubnis zur Inokulation von 5 Strafgefangenen zu erhalten, die zum Tode verurteilt worden waren und noch keine Pockeninfektion durchgemacht hatten. Alle 5 überlebten das Verfahren ohne Komplikationen und wurden begnadigt. Den zynischen Beigeschmack, den diese Variante des Menschenversuchs sicher hat, sollten wir nicht ganz so bruchlos auf die im Anschluss erfolgte Impfung von Waisenkindern übertragen. Sicher waren bei diesen kindlichen Versuchspersonen keine Elternproteste zu erwarten, doch zugleich ist zu beachten, dass Waisenkinder angesichts der Verhältnisse in vielen Waisenhäusern auch als gesundheitlich besonders gefährdet galten. Auch diese nächste Testetappe war erfolgreich. 1722 schon wurden Mitglieder des englischen Hofes geimpft. Als Inokulation oder Variolation wurde das Verfahren bekannt. Im Deutschen wurde auch der Begriff der Eintropfung
für die Einbringung der Pockenmaterie in den Körper zu impfenden verwendet. Doch ebenso rasch, wie die Erfolge gefeiert wurden, formierte sich nach den ersten bekannt gewordenen Fehlschlägen, ja Todesfällen, Widerstand, auch von skeptischen Medizinern. Schnell stürzte sich die europäische Publizistik auf dieses Thema. Maitland musste sich kritische Einwürfe erwehren, woraus sich eine Debatte entspann, die mit publizistischen Mitteln europaweit geführt wurde, wie eine hier abgebildete Übersetzung ins Deutsche aus dem Jahr 1725 belegt. Mitnichten folgte den ersten Impfungen in Europa also schlicht ein Siegeszug der Inokulation. An eine erste, von heftiger Kritik bestimmte Phase schloss zwar eine intensivierte Debatte ab Mitte des 18. Jahrhunderts, verbunden mit regelrechten Impfkampagnen an, doch die kritischen Stimmen verstummten nicht und sollen nun zumindest in ihren Grundzügen genauer betrachtet werden. Ebenso im Anschluss die Argumentation der Verteidiger der Inokulation. Stets muss man sich vor Augen halten, dass die Medizin des 18. Jahrhunderts ohne Möglichkeiten zur Identifikation von Krankheitserregern noch nicht in der Lage war, genau zu erklären, welche Prozesse durch eine Impfung im Körper abliefen. Doch die Vorbehalte waren nicht nur durch die mangelnde medizinische Erklärbarkeit im Detail bedingt. Vielmehr wurden hauptsächlich folgende Bedenken gegen die Inokulation geäußert. Mit der Einbringung des Menschenpockenerregers setze man die Geimpften gezielt einem Krankheitsrisiko, ja einer Lebensgefahr aus, nicht wissend, ob diese Person jemals in ihrem Leben tatsächlich an den Pocken erkrankt wäre. Auch weckte die Inokulation Ängste, von den Geimpften könnte bei Ausbruch einer Erkrankung eine neue Pockenwelle ausgehen. Tatsächlich waren die Immunisierungsversuche nicht ohne Risiko. Nicht nur leichte Symptome von Pockenerkrankungen wurden als Impfreaktionen berichtet, sondern durchaus auch immer wieder Pockeninfektionen mit tödlichem Ausgang. Zeitgenössische Berichte sprachen von einem Risiko des tödlichen Ausgangs, das sich nach vorsichtigen Schätzungen um die 2 bis 3% bewegte. Das hier angesprochene Risiko und die damit verbundenen medizinethischen Bedenken beschäftigten zahlreiche Zeitgenossen, auch den wohl berühmtesten Vertreter der deutschsprachigen Aufklärung, Immanuel Kant, in den späten 1790er Jahren. Ohne eine abschließende Antwort zu geben, reflektierte Kant die Frage der Pockenimpfung nicht nur als medizinisches, sondern dezidiert als moralisches Problem. Ob es gerechtfertigt sei, angesichts der Impfrisiken zum einen über das Leben anderer Menschen zu entscheiden, wenn die Eltern die Einwilligung zur Impfung ihrer unmündigen Kinder geben, zum anderen auch das eigene Leben sehenden Auges einer Gefahr auszusetzen, wenn man sich impfen lasse, wo es doch des Menschen oberste Pflicht sei, sein Leben zu erhalten. Ein weiterer Einwand, eng verbunden mit dem ersten hier genannten, lautete: Die Inokulation erhöhe das Risiko, an anderen Krankheiten als den Pocken zu erkranken oder bleibenden Schäden wie Wunden oder Beulen davonzutragen. Auch diese Befürchtungen waren nicht aus der Luft gegriffen. Bedenkt man die oft unzureichenden hygienischen Verhältnisse, unter denen die frühen Pockenimpfungen vorgenommen wurden. Tatsächlich wurde das infektiöse Material dem Körper eines Erkrankten entnommen, ohne Möglichkeit der Isolierung des Erregers. Auch der Eingriff der Inokulation selbst lief nicht nach hygienischen Standards ab, wie wir sie heute voraussetzen. Einer Infektion mit anderen Krankheitserregern konnte so in der Tat Vorschub geleistet werden. Auch waren Verwechslungen möglich. So wurde irrtümlich auch an Syphilis-Erkrankten aus den Hautpusteln, die sie ausbildeten, Impfmaterie für die Inokulation entnommen, mit den absehbaren Folgen. Für das 18. Jahrhundert nach wie vor nicht zu unterschätzen, waren Bedenken, man verursache durch die Impfung als Mensch der göttlichen bzw. der natürlichen Vorsehung quasi einen Vorgriff.
Theologen waren hier gespalten. Zahlreiche Geistliche beider Konfessionen sprachen sich freilich durchaus engagiert für die Blatterinokulation aus und hielten das Argument, der Mensch maße sich hier quasi göttliche Rechte an, nicht für stichhaltig. Ohne religiöse Konnotation, aber von der Argumentation her vergleichbar, waren Überlegungen, man pfusche der Natur bzw. der natürlichen Vorsehung, die einer Überbevölkerung des Planeten durch Übel wie Seuchen und Kriege vorbaue, ins Handwerk. Zur Erhellung des Kontexts solcher Überlegungen zu menschlicher Hybris, wie sie übrigens auch Kant anstellte, muss man sich vor Augen halten, dass auch das Europa des 18. Jahrhunderts bei wachsender Bevölkerungszahl noch schwere Hungerkrisen erlebte, induziert durch Missernten, wie zum Beispiel die katastrophale europäische Hungerkrise zu Beginn der 1770er Jahre. Ein Argument, das vergleichsweise selten in der sich entwickelnden publizistischen Debatte auftauchte, da es nicht gegen das medizinische Verfahren an sich gerichtet war, sondern aus wirtschaftlichen bzw. sozialen Kontexten herrührte, verdient hier gleichwohl Erwähnung. Nicht nur die Impfung selbst, auch ihre Folgekosten musste man sich finanziell leisten können. Angesichts der Armutsproblematik gerade des 18. Jahrhunderts waren materielle Bedenken alles andere als nebensächlich. Im Übrigen wurden Impfkosten durch die Obrigkeiten, die zusehends zur Impfung aufforderten, auch für weniger begüterte Bevölkerungsschichten nicht durchweg oder zumindest nicht von Beginn der Inokulationsbewegung an übernommen. Wie setzten sich nun diese Kosten zusammen? Unmittelbar plausibel ist uns allen das Honorar für den behandelnden Arzt. Honoriert werden mussten jedoch auch vielfach eigens Chirurgen für den kleinen öffnenden Eingriff zur Einbringung des Erregers, da akademisch ausgebildete Ärzte auch im 18. Jahrhundert noch vielfach keine, auch keine noch so kleinen chirurgischen Operationen vornahmen. Hinzu kam eine materielle Zuwendung für die Person, von der die Pockenerreger stammten. An Pflegekosten für die Phase des milden Ausbruchs der Pocken, mit der nach der Impfung ja gerechnet wurde, verbunden mit Arzneimittelkosten und Aufwendungen für die spezielle verordnete Krankenkost, war ebenfalls zu denken. Für Familien in prekären finanziellen Verhältnissen stellten solche Aufwendungen ein gewichtiges Argument gegen die Impfung dar, zumal wenn mehrere Kinder zu impfen waren, denn schließlich galten die Jüngsten in der Gesellschaft als die mit Abstand am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppe und wurden in den Impfkampagnen entsprechend zur vorrangigen Zielgruppe der Inokulation erklärt. Noch im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts, als das Impfverfahren schon optimiert und weniger risikoreich war, bewegten wirtschaftliche Argumente einen erheblichen Teil der ärmeren Bevölkerung. Dennoch, die Pockenschutzimpfung nahm ab der Jahrhundertmitte als Präventionsmethode zusehends Fahrt auf. Zweifellos hängt diese Verbreitung mit der intensiven, teilweise auch erbittert geführten Fachdiskussion zusammen, die sich ab den 1720er Jahren entspann. Sie ist freilich undenkbar ohne das Engagement zahlreicher Popularisierer der Impfung, die es als ihre Aufgabe ansahen, gerade der breiten Bevölkerung die Vorteile der Immunisierung nahezubringen. Nicht selten wurden diese Popularisierer, der gebildeten Oberschicht entstammend, von den Obrigkeiten unterstützt, die zusehends auch die Gesundheitspolitik als Aufgabe der Herrschenden begriffen. Freilich agierten Letztere nicht ganz uneigennützig. Bedenkt man Überlegungen zur Arbeitsfähigkeit der Untertanen und zur damit verbundenen Wirtschafts- und Steuerleistung. Die medizinische Debatte wie auch die werbenden Aktivitäten wurden über Flugschriften und Abhandlungen geführt. Die Diskussion erreichte aber auch die gerade im deutschen Sprachraum vielgestaltige Landschaft der periodischen Schriften, so auch die sogenannten Intelligenzblätter, ursprünglich lokale oder regionale Anzeigenblätter, die sich vielfach zum Sprachrohr nützlicher Reformen im Geiste der Aufklärung zu machen suchten. Ein zeitgenössisches
Verzeichnis von 1768, das deutsche, englische und französische Publikationen zur Inokulation aufführt, nennt 298 Schriften und Artikel über dieses Thema. Die Pockenbekämpfung war zu einem europäischen Diskussionsthema ersten Ranges geworden. Das Ideal der Debatte zum Zwecke der Wahrheitsfindung, das in diesem Jahrhundert der Aufklärung so viele ihrer Vertreter hochhielten, fand hier seinen lebhaften Ausdruck. Im Wesentlichen waren es zwei Überzeugungsstrategien, die in den Artikeln der Impfbefürworter immer wieder auftauchten: Statistiken und Fallgeschichten erfolgreicher Impfungen. Statistische Methoden erfreuten sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gerade auch im Dienste der obrigkeitlichen Erfassung eines Territoriums und seiner Bewohnerinnen und Bewohner immer größerer Beliebtheit. So versuchten die Impfbefürworter, die Zahlen erfolgreicher Inokulationen und nur vereinzelter hierdurch verursachter Todesfälle den hohen Opferzahlen der nach wie vor stets wiederkehrenden Pockenwellen entgegenzustellen. Wen Zahlenwerke nicht beeindruckten, der sollte sich an Beispielen erfolgreicher Variolation hochstehender Persönlichkeiten seinerseits ein Beispiel nehmen. Zumeist wurden beide Möglichkeiten, die Vorzüge der Impfung zu präsentieren, miteinander kombiniert, wie Analysen des Kurbayerischen Intelligenzplatz zeigen, die mein Kollege Markus Griesel durchgeführt hat. Der Herausgeber des Intelligenzplatz, Franz Seraph Kohlbrenner, war ein überzeugter Befürworter der Inokulation. Und natürlich war auch in Bayern der Schutz vor den Pocken ein gewichtiges Thema. Hier ist auch zu erwähnen, dass Kohlbrenners kurfürstlicher Dienstherr, Kurfürst Maximilian III. Josef, im Jahr 1777 just an den Pocken starb. Von den 1760er bis in die 1780er Jahre platzierte Kohlbrenner rund 2 Dutzend befürwortende Artikel zur Impfung in seinem Periodikum. Wenn es sich auch in einem Intelligenzblatt wie diesem nur um Kurznachrichten handelte, so war die Botschaft doch klar und sie wurde wieder und wieder formuliert. Die Vorteile der Pockenimpfung überwogen klar die Nachteile und waren Ausdruck gesteigerter Fürsorge bei einem vertretbaren Risiko. Insgesamt schienen die Argumente der Impfbefürworter doch zusehends größere Teile der Öffentlichkeit zu überzeugen, auch wenn wir die Fortschritte der Impfung mangels zuverlässiger Aufzeichnungen nur sehr schwer einzuschätzen vermögen. Zweifellos taten das Engagement und das Vorbild der europäischen Dynasten das ihre dazu. Das betont die jüngere Forschung ganz eindeutig. So galt als engagierte und besonders prominente Befürworterin der Inokulation im deutschen Sprachraum auch Kaiserin Maria Theresia, unter deren Kindern die Pocken in den 1760er Jahren regelrecht wüteten. 1768 ließ sie eine Reihe ihrer Kinder und Enkel durch ihren Leibarzt inokulieren. 1770 wurde auf ihren Befehl ein spezielles Impfhospiz in Wien eingerichtet. Solche Impfhospize sollten zu einer immer häufigeren Erscheinung werden. Etwa zur selben Zeit verstärkte sich die Impfbewegung auch in weiteren Territorien des Heiligen Römischen Reiches. Auch kleinere Fürstentümer wie das Herzogtum Braunschweig-Wolfenbüttel etablierten Impfhospize zur Förderung der Inokulation. In Frankreich, einem weiteren Ort der höchst kontroversen Diskussion über Vor- und Nachteile der Pockenimpfung, blieb König Ludwig XV. Zumindest für die eigene Person ablehnend, da er sich für immun hielt. Als der Pockentod des Königs, ich habe eingangs darüber berichtet, im Jahr 1774 bekannt wurde, konnte sich der berühmteste französische Aufklärer, Voltaire, denn auch nicht enthalten, die Ablehnung des Königs, die ihn das Leben gekostet hatte, posthum mit einer langen Liste der hochadligen europäischen Befürworter der Impfung zu kontrastieren und den in der Forschung gerne zitierten Aufruf zu formulieren: Roi et Prince nécessaire au peuple, subissez l'inoculation si vous aimez la vie, encouragez-la chez vos sujets si vous voulez qu'ils vivent.
Könige und Fürsten, die ihr von den Völkern gebraucht werdet, unterzieht euch den Okkulationen, wenn ihr das Leben liebt. Ermutigt eure Untertanen dazu, wenn ihr wollt, dass sie leben. Die zunächst nur langsamen Fortschritte auf dem Weg der Pockenbekämpfung durch das Mittel der Impfung erhielten zum Jahrhundertende hin neuen Auftrieb durch eine wesentliche Verbesserung des Verfahrens, das in England seinen Anfang nahm. Diese medizinische Innovation ist maßgeblich mit dem Namen des englischen Landarztes Edward Jenner verbunden. Jenner war zwar nicht im strengen Sinne der Erfinder, aber der in der britischen und nachfolgend auch europäischen Öffentlichkeit als maßgeblich wahrgenommene erste medizinische Experte und Propagator einer wesentlichen Verbesserung des Impfverfahrens. Diese Verbesserung beruhte auf einem Wechsel des Impfstoffs, nämlich von der infektiösen Materie aus Menschenpocken hin zu den Kuhpocken, einer Tierseuche also. Der Vorteil war, dass die Kuhpocken eine sehr viel mildere Impfreaktion des geimpften Organismus auslösten, also für den Menschen sehr viel weniger gefährlich waren. Die Mortalitätsrisiken durch eine Impfung sanken damit deutlich. Grundlage dieser Neuerung waren empirische Beobachtungen an landwirtschaftlichen Arbeitskräften. Den Beschäftigten in der englischen Milchwirtschaft, hier werden immer wieder gerne die Melkerinnen erwähnt, konnten nämlich offenbar die Menschenpocken nur selten etwas anhaben. Sie erkrankten signifikant weniger, wenn die Pocken wieder einmal grassierten. Daraus schloss man, dass die Infektion mit den Kuhpocken ausreichend gegen die Menschenpocken immunisierte, was sich durch weitere Erprobung bestätigte. Auch wenn natürlich detaillierte virologische Erklärungen nach wie vor nicht möglich waren. Schon bevor Jenner sich in die Debatte der Pockenschutzimpfung einschaltete, hatten erste englische Ärzte Impfungen auf der Basis von Kuhpockenmaterie vorgenommen. Jenner jedoch war derjenige Mediziner, der nach jahrelangen Beobachtungen und Befragungen der Landbevölkerung mit Kuhpockenviren impfte, die von infizierten Menschen und nicht von Tieren stammten. Der 1796 nach der ersten selbst von ihm vorgenommenen Kuhpockenimpfung dann offensiv die Entdeckung in die medizinische Debatte einbrachte und der auch über die nötigen Kontakte, etwa als Mitglied der Royal Society, verfügte. Mit dem Einsatz der Kuhpocken entstand durch Jenner auch ein neuer Name für die Impfung, der bis heute geläufig ist und je nach Sprache allgemein für Impfungen verwendet wird, vor allem im Englischen und Französischen. Die Vakzination, von lateinisch vacca für Kuh. Doch mit der nachweislichen Verringerung der Impfrisiken ging kein Verstummen der Impfdebatten einher. Das hat zum einen damit zu tun, dass auch Jenner und seine Anhänger wieder und wieder Rückschläge hinnehmen mussten. Verursacht etwa durch ärztliche Fehler wie die Verwechslung des Kuhpocken- und des Menschenpockenimpfstoffs oder die zu rasche Durchführung von Nachimpfungen mit Menschenpocken, die Ende des Jahrhunderts etliche Todesopfer forderte. Der Einsatz von überalterten und verunreinigten Impfstoff tat das Seine dazu, um Vorbehalte nicht verstummen zu lassen. Auch Jenner selbst unterlief eine folgenschwere Fehleinschätzung, nämlich die Annahme einer lebenslangen Immunität durch die Vakzination, die sich 1811 als falsch herausstellte. Als der von Jenner persönlich 10 Jahre zuvor geimpfte Sohn des Grafen von Grosvenor an den Pocken verstarb. Vielen Skeptikern lieferten jedoch nicht nur diese Fehlschläge in der Anwendung Argumente. Die Einwände konnten auch grundsätzlicher Natur sein und unterschieden sich nicht wesentlich von den bereits genannten Vorbehalten gegen die ältere Methode der Inokulation. Derartige Rückschläge führten dazu, dass es auch noch Ende des 19. Jahrhunderts Mediziner gab, die Wirksamkeit der Pockenschutzimpfung nach der Methode Jenners bestritten. Die Debatte um die Pockenschutzimpfung blieb also kontrovers. Sie wurde aber auch nicht unterdrückt. Sie konnte gar nicht unterdrückt werden. Bedenken richteten sich auch, freilich nicht so häufig, wie auf der Grundlage der Publizistik zu vermuten, gegen den tierischen Ursprung des Impfstoffs. Würde etwas von der tierischen Natur auf den Menschen übergehen?
Mit der Vermengung tierischer und menschlicher DNA, die man heute wohl ins Feld führen würde, konnte man damals freilich noch nicht argumentieren. Satirisch aufspießen konnte man diese Ängste freilich damals schon, wie das Werk des seinerzeit berühmten Karikaturisten James Gillray belegt. Publiziert 1802, also nur wenige Jahre nach dem ersten Einsatz der Vakzination. Mit der Bildunterschrift The Cowpox or The Wonderful Effects of the New Inoculation kommentiert Gillray, vor allem für seine politischen Karikaturen bekannt, satirisch überspitzt die Befürchtungen seiner Zeitgenossen, einen vom Tier stammenden Impfstoff sei nicht recht zu trauen. Er zeitige unerwünschte Nebenwirkungen. Dargestellt ist nicht nur eine Impfszene in der Mitte an einer sichtlich verängstigten Patientin, des mit stoischer Miene arbeitenden Dr. Jenner, der hier durchaus porträtähnliche Züge hat, sondern auch angebliche Nebenwirkungen der Therapie. Einem Herrn im Hintergrund wachsen Kuhhörner, auf sämtlichen Körperöffnungen quellen den bereits geimpften Patientinnen und Patienten nach der Entwicklung grotesk großer Beulen lauter kleine Kühe. Wahrlich, dies war kein Beitrag zur Versachlichung der Impfdebatte. Freilich ein Beleg für nicht nur in England, sondern auch auf dem Kontinent kursierende Ängste. Denn Inspiration hatte sich Gillray bei französischen Vakzinationskarikaturen aus dem Vorjahr geholt. Wenngleich sich also die von Jenner propagierte Methode rasch nicht nur in England, sondern auch auf dem Kontinent verbreitete, 1799 wurde erstmals in Wien eine Vakzination auf dem Kontinent vorgenommen, so waren auch für diese Form der Immunisierung lange Zeit Rückschläge zu verzeichnen. Im 19. Jahrhundert freilich wuchs der obrigkeitliche Druck zur Bekämpfung der Pocken. 1805 folgte Napoleon dem englischen Vorbild und ließ seine Soldaten gegen die Pocken impfen. Das Königreich Bayern führte 1807 die verpflichtende Pockenimpfung ein. Weitere Staaten, gerade in Süddeutschland, folgten dem Beispiel. Die zunehmende Einführung einer Impfpflicht in immer mehr Ländern bedeutete freilich nicht, dass diese auch effektiv kontrolliert wurde. Und so wurden Pockenepidemien zwar ab etwa den 1820er Jahren deutlich seltener und forderten in Ländern mit vergleichsweise hoher Durchimpfungsrate auch nur noch wenige Todesopfer, doch es gab nach wie vor furchterregende Ausnahmen. Ab 1870 begannen die Pocken sowohl in Frankreich als auch in Deutschland wieder regelrecht zu grassieren. Insbesondere Norddeutschland war schwer betroffen. 1871 starben über 4000 Menschen allein in Hamburg, das bis dato stets von einer Impfpflicht Abstand genommen hatte. Bis 1872 hatte Preußen 126.000 Todesopfer zu beklagen. 1874 beschloss der Reichstag des Deutschen Reiches eine verpflichtende zweimalige Pockenimpfung im Kindesalter. Andere Staaten folgten. Weitere profitierten von hohen Durchimpfungsraten der Nachbarn. Der große Siegeszug in der Bekämpfung der Pocken, den die ältere, zumal medizingeschichtliche Forschung gerne seit der Mitte des 18. Jahrhunderts konstatierte, war also, so lässt sich resümieren, ein eher stotterndes, von heftigen Kontroversen begleitetes Voranstolpern. Es dauerte, dies ist vielen bekannt, noch sehr viele Jahre, bis die Pocken als bewältigt galten. 1980 stellte die WHO fest, die Pocken seien nach dem letzten dokumentierten Erkrankungsfall 1977 in Somalia als ausgerottet zu betrachten. Rund 180 Jahre zuvor war die Vakzination als medizinisches Verfahren eingeführt worden. Als Ausgangspunkt für die Prävention einer ganzen Reihe von schweren Infektionskrankheiten. Und dies sollte auch bei dem Fokus auf die Pocken in diesem Vortrag nicht vergessen werden.